Ja, liebe Freunde, grüß Gott, allesamt miteinander. Herzlich willkommen auf meinem Kanal No Coffee, No Working. Extraordinär dieser Kaffee, wie eigentlich immer. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Video, das ich vor einigen Tagen eingestellt habe, bezüglich des Taliban-Anführers, der in Köln in einer Moschee eine Propagandarede abgehalten hat. Ich bin ja alter Militär, das wisst ihr selber. Lange Zeit bei der Armee, bei der Bundeswehr und dann 17 Jahre Fremdenlegion. Mein Lebenslauf, meine Vita ist bekannt. Und heute rede ich mal in der Beziehung als alter Soldat. Wir haben also zugelassen, das heißt wir, einige Menschen in unserem Land haben zugelassen, dass dieser Taliban-Anführer eine Rede halten kann. Auf deutschem Boden. Das ist insofern für mich als alter Militär bedenklich. Warum? Weil wir in den Jahren, in denen die Bundeswehr in Afghanistan stationiert war, 59 der ihren verloren hat. 59 Soldaten der Bundeswehr haben in Afghanistan im Kampf gegen die Taliban ihr Leben gelassen. Und wenn ich sage, 59 Soldaten haben ihr Leben gelassen, das heißt auf Deutsch, 59 Eltern, Väter und Mütter haben ihren Sohn verloren. Ich habe selber Soldaten unter meinem Befehl gehabt, ich habe viele Einsätze hinter mir und einige meiner Soldaten haben es eben nicht geschafft. Und das ist immer tragisch. Umso tragischer ist das natürlich auch, wenn sich hinterher herausstellt, dass das alles irgendwie falsch war, dass es Augenwischerei war. Du kannst nicht unsere Demokratie am Hindukusch verteidigen. Du kannst den Terror auch nicht in Afghanistan bekämpfen oder da als Gewinner hervorgehen. Das ist unmöglich. Das haben schon andere probiert und die haben sich alle die Zähne daran ausgebissen. Und wenn dann unter diesem Kontext, der falsch ist, Männer und Frauen auf der Strecke bleiben, nee, da fehlen mir eigentlich die Worte. Und der Hammer ist eigentlich, wenn du dann den Gegner von einst, die Taliban, zu uns holst nach Deutschland und erlaubst, dass sie dort ihre Reden halten dürfen. Also das wollte ich nochmal gesagt haben, damit ihr meinen Gefühlszustand auch ein bisschen verstehen könnt. Da bin ich ein bisschen empört. Das geht gar nicht. Ja, da waren irgendwelche Sicherheitslücken da, die hoffentlich irgendwann bald wieder geschlossen werden. Denn es kann so eigentlich nicht weitergehen. Und dann, um nochmal bei den Taliban zu bleiben oder darauf zu sprechen zu kommen, in einigen Zeitungen stand tatsächlich, er hatte ein Visa, ein Schengen-Visa, und in anderen Zeitungen war zu lesen, er hatte kein Visa. Jetzt den Unterschied zu machen, das weiß ich nicht. Es gibt tatsächlich das Schengen-Visa, mit dem kannst du einreisen. Das ist, glaube ich, das Charlie-Visa, C-Visa. Und dann gibt es noch das D-Visa, das ist ein nationales Visa. Wo jetzt genau der Unterschied ist, das weiß ich nicht. Ich stelle es mir jetzt ein bisschen problematisch vor, wenn zum Beispiel, ich meine, die Botschaft in Afghanistan ist zu. Deutschland hat in Afghanistan, so viel ich weiß, keine Botschaft mehr. Wo die jetzt die Visen herkriegen, das weiß ich nicht. Aber es müsste da mal geklärt werden, wie das ist, Unterschied nationales Visa und Schengen-Visa. Wenn ich jetzt als Afghane von Afghanistan nach Deutschland möchte, es gibt schon Stellen, wo man die Visa beantragen kann. Welches Visa ist jetzt zuständig? Das Delta-Visa oder das Charlie-Visa? Vielleicht könnt ihr mich da mal aufklären. Ich weiß da wirklich nicht, wie da die Prozeduren sind. Auf jeden Fall, wenn Deutschland nicht gewollt haben würde, dass dieser Mann nach Deutschland kommt, dann hätte der kein Visa gekriegt. Wenn er aber das umgehen kann, indem er sich eben ein Charlie-Visa holt, ein Schengen-Visa, dann finde ich die ganze Prozedur fraglich, weil nicht effizient. Vielleicht kann der ein oder andere von euch da was zu sagen. Das wäre tipptopp. Das wäre Nickel-Chrom, würden wir in der Fremdenlegion sagen. Dann gehen wir nochmal zurück auf mein Video von gestern. Markus Lanz stellt Fragen an Habeck, an Wirtschaftsminister Habeck. Da fiel ja dann von Herrn Habeck der berühmte Satz oder der Ausspruch, ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Jetzt wird natürlich darüber spekuliert, wann die Ampel dicht macht. Alle sagen sie, das geht nicht so weiter. Die Umfragen für die Ampel sind katastrophal. Und ja, man kann sagen, dass die Mehrheit der Deutschen diese Regierung so nicht mehr akzeptieren möchte. Dann stand natürlich auch die Frage im Raum, wann wird es denn soweit sein? Wann kommt der Big Bang? Wann machen die Schluss? Wann hören die von selber auf? Oder wann werden sie aufgehört werden? Auch dazu habe ich eine These entwickelt, das ist folgendes. Die Minister, wenn sie im Amt sind, nach 4 Jahren bekommen sie ja eine Rente. Die Rente, die sie dann bekommen würden, das wären so 4.500 Euro monatlich bis ans Lebensende. Also es lohnt sich schon, Minister zu sein in Deutschland. Das aber im Augenblick nicht so weitergehen kann und die Minister natürlich auch wollen, dass sie eine Abfindung bekommen, siehe eine staatliche Abfindung, ein Leben lang, da gibt es dann eine Klausel. Wenn die Ampel aufhört zu regieren, wenn der Bundeskanzler geht,
Also wenn beide sagen Schluss. Da gibt es jetzt drei Möglichkeiten, dass der Kanzler geht. Die erste Möglichkeit wäre, er geht von selber. Er hört auf, freiwillig. Er zieht seine Referenzen. Ja? Die zweite Möglichkeit wäre ein Misstrauensvotum. Und die dritte Möglichkeit wäre die Vertrauensfrage. Ich denke persönlich, dass in der ersten Dezemberwoche eine von diesen drei Möglichkeiten in Frage kommt. Das wird so sein, damit die Minister an ihre Abfindung kommen. Also ich persönlich bin da fast sicher, dass die Regierungsbombe so in genau zwei Wochen platzt. Jetzt gehen wir mal weg von der deutschen Politik, gehen wir mal nach Europa allgemein. Da spitzt sich die Lage dramatisch zu, würde ich sagen. Das ist Wahnsinn, was hier passiert. Kleiner Artikel für euch. Dublin in Flammen. Ja? In Dublin sei aufgrund von Protesten nach einem Messerangriff, der nächste Messerangriff, eines Unbekannten die Zufahrt zur Hauptstraße komplett gesperrt und der Busverkehr eingestellt worden, berichtete ein lokaler Fernsehsender. Mindestens 5 Menschen, darunter 3 Kinder, wurden bei dem Messerangriff in Dublin verletzt. Also da ist die Hölle los. Da links hinter mir, da ist gerade der Computer an und da bin ich gerade bei der Messerattacke in Crépol in Südfrankreich. Da hat nämlich vor einigen Tagen eine Gruppe Jugendlicher ein Dorffest angegriffen. Es kam zu einer Messerstecherei und da ist ein 16-jähriger junger Franzose ums Leben gekommen. Der hieß Thomas. Und man könnte meinen, dass solche Messerattacken in ganz Europa im Augenblick gang und gäbe sind. Dann hätte ich da noch eine Nachricht für euch aus den Niederlanden. Das ist eine Nachricht, die uns alle alarmieren sollte und zwar im höchsten Grade. Ich spieß mal ab und red mal nachher drüber. Und damit schauen wir in eines unserer Nachbarländer, denn dort wurde gewählt und die Parlamentswahlen in den Niederlanden hat der Rechtspopulist Geert Wilders mit seiner Partei Die Freiheit einer ersten Hochrechnung nachzufolge klar gewonnen. So kommt die rechtspopulistische PVV auf 36 der 150 Sitze im Parlament in Den Haag. Das wären mehr als doppelt so viele Mandate wie bei der vergangenen Wahl. Ist ja nicht nur in Holland so, dass die Rechte oder die Extremrechte an Boden gewinnt. Schauen wir nach Italien, die Meloni. Schauen wir mal zu uns nach Deutschland. AfD. Ob man die jetzt als extrem rechts einstufen kann, weiß ich nicht. Bin ich eigentlich nicht so überzeugt von. Schau mal nach Frankreich. Das Rassemblement National mit der Le Pen, mit der Marine Le Pen und so weiter und so fort. Wir haben eine Situation in Europa, die eben genau in dem Trend ist. Wir hatten mal vor ein paar Jahren in Frankreich eine Situation, wo Jean-Marie Le Pen, also der Vater von Marine Le Pen, fast Präsident geworden wäre. Und meine Prognosen damals waren, wenn Jean-Marie Le Pen die Wahlen gewinnt und Präsident wird, dann gibt es in Frankreich einen Bürgerkrieg. Und jetzt haben wir den allgemeinen Trend dazu, dass es eben bald auf unseren Straßen in Europa vielleicht zu einem Bürgerkrieg kommt. Dann wird die Hölle los sein. Wenn alles in den extrem rechten Händen ist, dann ist in Europa bald die Hölle los. Warum, wissen wir alle. Da kämpfen wir in Europa bald mit sehr vielen Problemen an mehreren Fronten, würde ich sagen. Zunächst mal das Thema mit der Migration. Die Rechten kommen überall an die Macht. Das ist Trend, wie ich schon gesagt habe. Das ist sozialer Zündstoff. Dann haben wir die allgemeine Weltwirtschaftslage. Ich denke, dass der Euro das nicht überleben wird. Die Menschen in Europa, auch in Deutschland, werden verarmen und sie werden auf die Straße gehen. Und das erwarte ich noch diesen Winter. Der Gipfel aller Gipfel ist natürlich, dass die meisten Leute sagen, ja, ist die Schuld von Putin. Alles wird auf den Putin abgewälzt. Stimmt ja nicht. Wir hatten vor dem Krieg in der Ukraine schon die Tatsache, dass wir in Deutschland die höchsten Strompreise weltweit haben. Weltweit. Und mit den niedrigsten Renten. Ich meine, was hat der Putin mit unseren Renten zu tun? Und was hat der Putin damit zu tun, dass wir in Europa vor dem Krieg schon die höchsten Strompreise weltweit hatten? Das geht doch nicht. Das stimmt doch nicht. Da reden sich viele Leute in Europa alles schön. Aber man braucht ja immer einen Schuldigen. Putin ist da wirklich das geniale Opfer. Und ich habe es gestern auch schon gesagt, was wir jetzt bräuchten, das wären wieder gute Beziehungen zu unseren früheren Handelspartnern, damit das Gas wieder richtig fließt, damit das Gas, das kostengünstige Gas wieder fließt. Und nicht aus Nordafrika, sondern von woanders her. Ihr wisst, was ich meine. Dann sollte man vielleicht dafür Sorge tragen, dass man die Atomkraft wieder aufbaut, wieder aufpeppelt. Ist jetzt natürlich schwierig, weil alles runtergefahren ist, aber wir müssen wieder zurück zur Atomkraft, ganz einfach. Da gab es ja in der Vergangenheit die Probleme mit Tschernobyl und dann kam Fukushima und da habe ich selber gedacht, oh scheiße, Atomkraft muss weg. Das sollte uns nicht passieren, das darf uns nicht passieren. Die Möglichkeit dafür ist da, es kann passieren, auch bei uns in Deutschland. Aber jetzt habe ich umgedacht und ich denke aktuell, dass die einzige Lösung, rauszukommen aus der wirtschaftlichen
Misere, in der wir stecken. Einmal, das Gas muss wieder fließen. Und zwei, wir müssen wieder zurück zur Atomkraft. Und dann müsste man dafür sorgen, dass wir mal das Vertrauen wiederherstellen zwischen den Bürgern und der Regierung. Wir hatten 2 Jahre lang diese Lockdown-Politik, diese Lockdown-Mentalität in ganz Europa, aber auch in Deutschland. Und da wurde dieses Vertrauen, Politik und Bürger, irgendwo ja missbraucht. Da wurden die Bürger gespalten in 2 Camps. Und dieses Vertrauen, das damals flöten gegangen ist, ich meine, ging ja noch weiter mit dem Krieg in der Ukraine, mit dem Krieg jetzt in Nahost, ja, da ist ein Vertrauensbruch massiv gewesen, dann die ganze Politik dahinter mit der Mehrwertsteuer, mit diesen 60 Milliarden. Und dieses Vertrauen, das da flöten gegangen ist, das muss wieder zurück, das muss wieder installiert werden. Wir müssen wieder solidarisch denken und einander vertrauen können. Ansonsten geht's doch gar nicht mehr. Da geht doch nichts mehr weiter. Wenn es so weitergeht, dann haben wir nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa die Bomben am Platzen. Ich spreche jetzt nicht von Dynamit oder Explosiv, sondern von sozialem Zündstoff. Und ihr werdet mal sehen, die Menschen in Deutschland, die werden auf die Straße gehen. Winter. Im Winter werden die auf die Straße gehen. Und zwar den ganzen Winter lang. Denkt an meine Prognose. Denkt dran. Ich meine, ich lag schon oft mal falsch mit meinen Prognosen, aber ich denke, diesmal habe ich das richtige Gespür dafür. Die Menschen in Deutschland, wie in ganz Europa allerdings, werden auf die Straße gehen. Es kommt zu mächtigen Demonstrationen. Wir werden bürgerkriegsähnliche Szenarien haben, wie in meinem Buch Urban Survival beschrieben. Da geht's dann richtig hardcore zu. Und dann muss jeder schauen, wo er bleibt. Denn das wird wirklich tough. Das wird hardcore. Besonders in Sachen Wirtschaft, in Sachen Energie, da fehlt mir ein bisschen die Strategie von uns. Wir haben keine Strategie. Da sagt man, Nord Stream wurde gesprengt. Okay. Aber irgendwie ist da eine Leitung noch intakt. Warum lassen wir das Gas nicht fließen? Dann gehen wir nach Katar und machen da einen Buckel, aber es hat nicht geklappt. Jetzt sind wir bei Nordafrika, Nigeria, aber es klappt vielleicht auch nicht. Da müssten wir uns mit dem Niger einigen. Und das wollen wir dann auch nicht. Ich verstehe es nicht. Mit Windrädern allein und mit der grünen Energie, da kannst du keine großen, schweren Maschinen zum Einsatz bringen. Oder Flieger fliegen lassen. Doch, die kleinen, die ULM. Und ein Panzer, der fährt eben nicht mit Sonnenblumenöl. Wobei, Panzer will ich auch nicht mehr fahren lassen. Krieg ist scheiße. Ich mag keinen Krieg. Und ich denke, ihr auch nicht. Und das ist mal wieder das nächste Thema. Wir sollten als Deutschland mal wieder in die Vermittlerrolle rein. In die Rolle, die Frieden bringt. In die Rolle, die ein bisschen in die Ecke Deeskalation geht. Und nicht das Gegenteil. Aber das Gegenteil machen wir im Augenblick gerade. Wenn ich ins Ausland gehe und die Leute kommen auf mich zu und sagen, hey, du bist Deutscher. Sag ich, ja. Und dann sagst du mir, du bist der Kriegstreiber. Was soll ich denn da sagen? Ich kann da kein Nein sagen. Ich könnte Ihnen jetzt erklären, ja okay, das bin nicht ich personellement. Das bin nicht ich persönlich. Das sind die Leute von da oben, die Großköpfigen. Ja, dann lächeln Sie milde. Dann schauen Sie mich an und sagen, hey, Hamshi Bololo. Und ich sag's nochmal, 2010, 2014 war ich im Jemen. Wenn ich den Jemeniten erzählt habe, ich bin Deutscher, geil. Sind alle hergekommen. Hey, Deutschland, deutsche Tugenden, geil. Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Wirtschaft, geil. Alles super. Deutsche, Almani, bienvenue. Gehe ich heute in Jemen und ich sage, ich bin Deutscher, da gucken sie mich von oben bis unten schräg an. Und dann kommt das Wort, Kriegstreiber. Ist immer so, es ist immer so. Und das ist egal, wo ich hingehe. Das Ansehen von uns Deutschen weltweit ist so schwer beschädigt, das kannst du fast nicht mehr reparieren. Oder da brauchst du wirklich gute Politiker, die dann hingehen und die Scherben wieder auflesen und die Puzzleteile wieder zusammenfügen. Da wurde über Jahre hinweg richtig, ja, Scheiße gebaut. Ja, zum Abschluss noch ein Wort dazu, weil ich gesagt habe, die Leute gehen auf die Straße, die werden revoltieren, die werden Demonstrationen durchführen. Da gibt es eine Art Bürgerkrieg in Europa, bald, bientôt. Da habe ich auch meine Zweifel. Warum? Da habe ich nämlich einen Satz gelesen, den lese ich euch mal vor und da bin ich vollkommen d'accord. Da bin ich einverstanden. Achtung, da rede ich auch von 20% und ich hoffe, dass ihr zu den 20% gehört. Ich denke, ja, meine Community gehört zu diesen 20%, von denen ich gleich reden werde. Ich lese mal vor. Der Psychologe Stanley Milgram, kenne ich gar nicht, kannte ich vorher nicht, stellte fest, dass 80% der Bevölkerung nicht über die psychologischen oder moralischen Ressourcen verfügen, um sich einer Anordnung, einer Autorität zu widersetzen, ganz gleich wie illegitim die Anordnung ist. Daher haben nur 20% kritisches Denkvermögen. Das erklärt einiges. Das heißt, 20% von der Bevölkerung können kritisch denken. Die haben kritisches Denkvermögen. Geil. Und ich denke, dass ihr dazugehört. Ja, und ganz zum Schluss habe ich natürlich noch was für euch Männer. Das habe ich einige Zeit ein bisschen schleifen lassen. Jetzt gehe ich wieder drauf zu. Hier, das da. Männer ab einem gewissen Alter haben Probleme mit der Prostata. Ich bin kein Arzt. Und ich darf auch nicht als Berater fungieren. Aber ich darf von meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Esst jeden Tag ein Granatapfel. Jeden Tag ein Granatapfel ein halbes Jahr lang. Und du wirst sehen, nach einem halben Jahr, da werden sich deine Probleme, wenn du welche hast,
unwahrscheinlich verbessern. Das ist so geil. Ich mache es wirklich seit 6 Wochen. Esse ich jeden Tag so einen Granatapfel. Hurra, die Gams, was kostet die Welt? Der Strahl steht. Hopp, da geht was ab. Geil. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Heute Abend spielt Bayern München gegen Köln. Ich persönlich wünsche den Kölnern alles Gute und einen geilen Erfolg. Ich bin nämlich kein Bayern-Fan. Ich wünsche euch Gesundheit. Ich wünsche uns allen Sicherheit. Ich wünsche euch ja geile Champagnerfeten. Bleibt alle cool, bleibt so wie ihr seid. Amitié Legionnaire, euer Thomas Gast. Ich melde mich mal ab. Ciao, bye bye.